Für Iren auf der ganzen Welt ist heute jetzt wieder ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich der 17. März und das heißt, man feiert den St. Patrick's Day, der wichtigste Nationalfeiertag für Iren. Es wird, Sie sehen es hier, grün getragen, es wird gefeiert und Paraden werden abgehalten und nicht gerade wenig Guinness getrunken, muss man an der Stelle auch sagen. Die größten Feierlichkeiten gibt es natürlich in Irland selbst, allen voran in der Hauptstadt Dublin, aber auch in den USA und hier in Europa feiern die Iren ihren ganz besonderen Tag. Und das Thema wollen wir natürlich ein bisschen vertiefen und auch mitfeiern. Markus Blunt ist hier bei mir im Studio, Besitzer des Irish Pub Molly's Malone hier in Berlin. Und Sie sehen es auch hier, unser Redaktionshund Snorre, der ist auch dabei. Das ist nämlich ein Regimentshund bei den Royals, also diese Rasse zumindest, muss man sagen. Ein irischer Wolfshund für die irische Nation, also ganz wichtig. Ein Maskottchen sozusagen, darüber sprechen wir dann gleich nochmal. Herr Blunt, zunächst zu Ihnen, der St. Patrick's Day. Was hat es da auf sich mit diesen Feierlichkeiten? Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen näher bringen. Das ist ja eine ganz alte Tradition. Die St. Patrick's Day hat angefangen damit, dass ein Mönch aus Wales Christentum nach Irland gebracht hat. Mhm. Und jeder Land, der Katholik oder so ist, hat eine Sankt. Und unsere ist St. Patrick. Mhm. Und Heiliger. Ja. Eigentlich brauchen die Iren keinen Grund zu feiern. Aber es ist, stimmt, weltweit wird in vielen Ländern heute gefeiert. Und in Amerika ist etwas extrem. Da werden die Flüsse grün gemacht, das Kartoffel, die Bier und so weiter. Aber ja, bei uns wird viel Guinness getrunken. Ja, es ist also ein Mönch aus dem 5. Jahrhundert genau, ungefähr, der den katholischen Glauben von England rübergebracht hat auf die irische Insel. Mittlerweile hat dieser Tag ja international große Bedeutung. Ja. Woran liegt das? Sind die Iren in der Welt so weit verstreut? Ja, wir sind ausgewandert in viele Länder und haben unseren Gebrauch mitgenommen. Ne? Da war zwei große Famines in Irland. Und es gab vor der großen Famine fast 9 Millionen Einwohner und nach dem Famine war nur 3 Millionen. Und die meisten, die nicht gestorben sind, sind ausgewandert nach Amerika und Australien und New Zealand. Ja, und natürlich, wo wir hingehen, wird so oder so gefeiert. Ja. Wir müssen jetzt mal auch unseren Redaktionshund Snorre hier mit einbinden. Der jault nämlich schon so ein bisschen. So die Studioatmosphäre ist für ihn dann doch etwas ungewohnt, muss man hier sagen. Aber warum ist dieser Hund zum Maskottchen geworden für die irische Nation? Es ist ein Wolfshund. Ja, die Rasse war ein Jagdhund. Und weil die so groß sind, waren nur die Adler, die das leisten konnte, so einen Hund zu haben. Ne? Ja. Und dadurch war das für die irische Regiment in der British Army als Maskottchen dieser Hund dann praktisch als ihre Favorit genommen. Das sehen wir hier auf den Bildern auch mal, die verstorbene Queen Mom, die ja selbst nicht sehr groß war, muss man sagen. Ja. Der Hund dann daneben, schon fast ein Kalb dann im Vergleich zu der Königin Mutter. Könnte es auch damit zusammenhängen, dass der St. Patrick, der war ja nicht nur ein Mönch, der war auch ein Schafhirte, dass diese Hunde da eben auch für die Schafzucht eingesetzt wurden, also nicht für die Zucht selbst, sondern um die Tiere zu beschützen vor möglichen Angriffen. Damals, als es Wölfe gab und Bären, war das zum Schutz die Familie, aber es war mehr oder weniger ein Jagdhund. Ne? Und die sind immer mitgenommen worden und Schutzfunktion haben die gehabt, aber meistens war das so als Jagdhund. Ne? Herr Blunt, heute für Sie natürlich Nationalfeiertag. Ja. Sie haben auch schon die Farbe grün angezogen, die ja ganz wichtig ist, eben weil Irland eben auch so eine grüne Insel ist. Ja. Wie feiern Sie das Ganze denn heute Abend? Also wir haben die beste non-irische Band, die heute Abend bei uns spielen, Axel's Law. Also das Live-Music geht ungefähr 4 Stunden. Und wir haben dafür gesorgt, natürlich genug Guinness und Kilkenny und Murphy's Red. Und wir grillen auch. Ne? Gibt es noch Plätze? Kann man sich da noch anmelden oder einfach spontan vorbeikommen? Einfach spontan. Wir haben gesagt, keine Reservierung, einfach vorbeischauen. Und wer das schafft, reinzukommen, ist es wie 6 an der Lotto. That's the lucky one. Im Molly Malone's hier in Berlin. Markus Blunt, vielen Dank für das Gespräch. Danke. My pleasure. Thank you. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten.
Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.